Nun zur nächsten Aufgabenstellung. Hier geht es wieder um den Wahlteil von 2008. Wir haben diese Aufgabe schon behandelt, zumindest den Aufgabenteil A. Hier geht es um den Aufgabenteil B. Ein Behälter hat ein Fassungsvermögen von 1200 Litern. Die enthaltene Flüssigkeitsmenge zum Zeitpunkt T wird beschrieben durch die Funktion f, wie hier dargestellt. T ist natürlich größer gleich 0, die Zeiteinheit, in der wir messen, und wir messen T in Minuten. F von T wird in Litern gemessen. In Aufgabenteil B heißt es nun, in einem anderen Behälter mit einem Zufluss und einem Abfluss befinden sich zu Beginn ebenfalls 200 Liter Flüssigkeit. Einerseits fließen pro Minute 10 Liter zu, andererseits beträgt die momentane Abflussrate 1% des jeweiligen Inhalts pro Minute. Dieser Vorgang wird durch die Differentialgleichung B' von t gleich a minus b mal b von t beschrieben. Und jetzt soll man das a und das b in dieser Differentialgleichung angeben. Zeigen Sie, dass f, also dieser Funktionsterm hier, eine Lösung dieser Differentialgleichung ist. Lösung von Teilaufgabe B. Die momentane Änderungsrate ist gegeben durch B' von t. Aber was ist B' von t? B' von t ist ja nichts anderes als Zufluss minus Abfluss. Ja, wenn sich etwas ändert zu einem Zeitpunkt t, dann ist etwas dazugeflossen, es ist aber eventuell auch etwas abgeflossen und die Differenz ist eben nichts anderes als die Änderungsmenge sozusagen zum Zeitpunkt t. Anhand der Aussagen im Text gilt folglich, B' von t ist 10 minus 0,01 mal b von t. Denn laut Aufgabenstellung fließen 10 Liter pro Minute dazu. Und es fließt aber auch wieder eine bestimmte Menge ab. Welche Menge fließt ab? 1% des momentanen Bestandes. Ja, und 1% ist nichts anderes als 0,01. Also 0,01 mal b von t. Diese Gleichung hat die angegebene Form B' von t ist gleich a minus b mal b von t. Und wir können dann an dieser Gleichung eben das a und das b direkt ablesen. A ist 10, b ist 0,01. Jetzt sollte noch gezeigt werden, dass der Funktionsterm f der angegebenen Differentialgleichung genügt, also dieser, die wir hier jetzt gefunden haben. Und dazu setzt man f von t für b von t ein. Ja, das f ist unser b von t. Und wir müssen natürlich jetzt noch das f' bilden und das setzen wir hier für b' von t ein. Und dann überprüfen wir, ob das Gleichheitszeichen tatsächlich gilt. Das heißt, ob die linke Seite wirklich mit diesem Ausdruck hier gleich der rechten Seite ist. Wenn das der Fall ist, dann ist f eine Lösung dieser Differentialgleichung. Und damit haben wir bewiesen, dass f dieser Differentialgleichung genügt. Schauen wir uns dazu in der Aufgabenstellung nochmal den Funktionsterm f von t an. Das ist ja 1000 minus 800 mal e hoch minus 0,01 t. Das heißt, wir setzen an dieser Stelle für das b von t, an dieser Stelle hier für das b von t den Funktionsterm ein, 1000 minus 800 mal e hoch minus 0,01 t. Das Ganze können wir jetzt einfach mal ausrechnen. Hier an dieser Stelle bleibt die 10 stehen, dann 0,01 mal 1000. Das sind offensichtlich 10, aber mit minus 10, weil minus mal plus gibt ja hier minus, also hier minus 10. Dann wird gerechnet minus 0,01 mal minus 800. Das gibt plus zunächst mal 0,01 mal 800, das ist 8, also plus 8 mal e hoch minus 0,01 t. Sie sehen, dass diese 10 sich mit dieser 10 aufhebt und somit bleibt 8 mal e hoch minus 0,01 t übrig. An dieser Stelle schauen wir uns den Funktionsterm in der Aufgabe nochmal an
Wir müssen ja auch aus dieser Differentialgleichung hier die linke Seite bestimmen. Das heißt, das F' muss auf dieser Seite hier eingesetzt werden. Nun, wir bilden also von dem F an dieser Stelle die erste Ableitung und dadurch erhalten wir, dass die 1000 hier wegfällt und wir haben minus 800 mal e hoch minus 0,01 t. Die E-Funktion bleibt beim Ableiten ja erhalten. Der konstante Faktor bleibt auch erhalten, nur müssen wir darauf achten, dass wir die Kettenregel verwenden und nochmal mit der Ableitung des Exponenten hier mal nehmen. Also minus 800 mal minus 0,01 ist hier zu multiplizieren und 800 mal 0,01 ist wieder 8, minus mal minus gibt plus. Somit ist die erste Ableitung f' von t von diesem Ausdruck 8 mal e hoch minus 0,01 t. Das ist aber genau das, was wir an dieser Stelle hier herausbekommen haben. Wir haben in der Differentialgleichung, wie hier vorgegeben, an dieser Stelle für b von t das f von t, unseren Funktionsterm, eingesetzt, haben das Ganze dann ausgerechnet und sind bei 8 mal e hoch minus 0,01 t gelandet und stellen fest, das ist genau die erste Ableitung von f. Ja, damit steht auf der linken Seite tatsächlich die erste Ableitung von dem Ausdruck und die Differentialgleichung ist somit erfüllt. Und das war's, was wir beweisen wollten. Wenn Sie nun selber einige weitere Abi-Aufgaben zur Übung lösen wollen, dann empfehle ich Ihnen zum Beispiel die von 2009. Hier geht es um eine Fieberkurve von 2006. Hier geht es um die Konzentration eines Medikaments. In 2005 geht es um die Entwicklung eines Fischbestandes.